Servus und hallo, willkommen zu einer neuen Folge Eisenbanane. Wir haben das Scout-Gewehr mit Vollautomatik aus dem Raid Königsfall bekommen und das Ding hat das Kokon-Perk. Was wäre mehr Banane, als jetzt in den Eisenbanner zu gehen und diese schöne Waffe zu spielen, ohne jemals nachzuladen? Wir haben außerdem unseren Sonnenbezwinger geskillt auf Schulterangriff, weil das echt ziemlich cool aussieht. Ich kommentiere das Ganze nach, weil ich nachts nicht live kommentieren konnte, also es wird ein sehr viel cooleres Commentary. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Wir haben außerdem die Opferfäuste dabei, die Gewehren Scheiterhaufen und wir haben dadurch die Zielsuche noch aktiviert bei unseren Hämmern. Das heißt, die Hämmer folgen den Zielen. Wie gut das dann gleich funktioniert, werden wir sehen. Und wir haben die Shotgun drin von Aan und den Raketenwerfer mit ziemlich beschissenen Perks. Ihr könnt jetzt übrigens auch LT drücken, das flackert dann cool auf, welchen Elementarschaden die Waffen machen. Extrem super. Wir kriegen Exodus Blue, Exodus Blau, die neue Map auf der Xbox One. Auf der PS4 gab es die schon ein bisschen länger. Aber ich finde die ziemlich cool und ich habe mich gefreut, dass die Map endlich mal auf der Xbox angekommen ist. Jetzt sind wir auch schon mitten im Gefecht hier. Schießen wir mal den von hinten tot mit dem Scout-Gewehr, Vollautomatik. Scout-Gewehr ist nicht so richtig überragend im PvP. Ihr seht es hier, der hat das überlebt. Aber man muss auch ein bisschen genauer aimen als ich hier. Ist nicht ganz so einfach. Müsste man vielleicht nochmal ein anderes Video testen. Aber es war eine Granate, die war so gut. Da kann man sich direkt wipen nach so einer Granate. Schaut euch den Energiebalken an. Da bin ich ja sofort tot. Da kommt Lalog nach oben. Das schauen wir uns gerne auch nochmal im Replay an. Also, bestes Aiming ever, die Granate. Genau auf mich drauf. Also, wenn ich der Gegner gewesen wäre, ich hätte mich direkt gewiped. Das ist der absolute Wahnsinn. Hier versuchen wir gerade mal B zu verteidigen. Da kommen wir mal von hinten. Ihr seht es hier, ich wechsle immer die Waffen, wenn ich ein bisschen was geschossen habe, damit dann der Kokon-Perk automatisch meine Waffen nachlädt. Das war auch ein Get-Wrecked-Movement. So macht man die Kiste auf im Flug. Und dann halt immer die Waffen wechseln. Und dann macht der Kokon-Perk so alle 5, 6, 7 Sekunden ungefähr die Waffe wieder voll. Das heißt, ruhig mal länger die Shotgun in der Hand halten, ruhig mal ein bisschen mehr damit schießen, dann wieder die Waffe wechseln und so weiter und so fort. Der Kokon-Perk ist im PvP einfach nur mega. Dahin versucht sich ein Jäger in der Ecke zu verstecken, das erlauben wir ihm aber nicht. Dazu haben wir eine Shotgun, dass wir ihn aus 10 cm auch one-shotten können. Ich muss jetzt hier gerade mal ausweichen, ich versuche irgendwie hochzufliegen, dass sie mir nicht mit der Shotgun direkt in die Ecke kommen und mich killen. Scout geht da wieder drin, Brandsatzgranate dahin, da kommen haufenweise Gegner, ich bräuchte mal Backup, Leute, da hilft mir auch noch einer. Aber das ist natürlich alles links, rechts, oben, unten mitgeschossen, das ist Eisenbanane, wie sie leibt und lebt. Ich versuche ja irgendwie zu überleben, jetzt denke ich mir, nee, das wird mir zu bunt. Raus hier mit uns, Get Wrecked Movement, um die Ecke rutschen, links, rechts, 2, 3, 4. Oben, unten, Mitte, überall Gegner, das ganze Radar ist lila, pink und rot. Man kann gar nicht mehr irgendwo noch hin, jetzt rutsche ich da hinter die Wand, dahin, 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 dorthin. Und das ist Verschwörungstheorie D. Wir haben die neue Fellwinter gefunden, One-Shot aus so gut wie jeder Distanz. Danke Bungie dafür, dass sie jeder einfach so bekommen hat. Da, das nächste Leben, sofort den nächsten Gegner gerannt, wieder Verschwörungstheorie D. Neue Fellwinter ist da, aber ich habe ja meinen Solar-Hammer-Titan da, nimm deine Verschwörungstheorie D, geh in Flammen auf. Hier, super Zielsucher-Hammer, ja, super Zielsucher, einen halben Meter am Ziel vorbei, der geht auch keinen Zentimeter nach links. Das schauen wir uns gerne nochmal an, wie der Jäger mit seiner Verschwörungstheorie D da an der Wand zerklatscht und zerbrennt. Und jetzt holen wir uns die Schwere, wir haben ja einen Kokon-Raketenwerfer auch noch dabei. Das ist super, den müssen wir nämlich gar nicht nachladen, denn der hat nur 2 Schuss. Super Planung, Lightning Soul, hast du top gemacht. Der versteckt sich da in seiner Bubble, will jetzt die Raketen ziehen. Ich bin nicht ganz doof, ich habe auch mal Verteidiger gespielt, das werde ich nicht machen. Also gehen wir woanders hin, töten mal da einen. Da sind auch noch überall Gegner, da hauen wir mal eine Granate ins Löchle da hinten. Und hauen dir mal 168 Schaden oder was es genau war rein. Und er brennt auch noch mit Zeitschaden. Also das ist schon ziemlich OP mit der Brandsatzgranate. Wenn du die mal ein paar Gegner reinhaust, dann brennt der ganze Monitor. Da siehst du gar nichts mehr. Lichtsatzgranaten mag ich nicht. Die schieße ich jetzt weg, wenn man die mal treffen würde irgendwann. Oh, da sind 2 Gegner. Ich bin gleich tot. Also wieder verschieben. Waffe wechseln. Wir haben ja ein paar Schuss abgegeben. Und dann verliert er sein halbes Schild und schießt uns One-Shot mit der Verschwörungstheorie D. Wer hätte es gedacht, Leute? Wer hätte es gedacht? Der macht eine Bubble, das finde ich auch nicht so geil, dass der ständig eine Bubble hat. Jetzt hätte ich beinahe nachgeladen, ja, ist aber nicht passiert. Ich habe das auch nicht rausgeschnitten, es ist nicht passiert. Ich habe nicht einmal in diesem Spiel nachgeladen, ohne Witz jetzt. Kein Spaß, kein Scherz. Ich bin halt einfach immer verreckt, dann laden sich die Waffen automatisch nach. Trick 17, der Kokon-Perk, Lightning verreckt im Eisenbanner. Wenn ihr keine Raid-Waffen euch holen wollt, einfach sterben gehen. Ich habe mir jetzt hier überlegt, das Leben überspringe ich mal. Es lief halt so bescheiden einfach nur. Also für meine Verhältnisse ziemlich bescheiden. Ich hatte eigentlich gute Waffen drin und habe eigentlich auch ganz gut gespielt, aber ständig so ein Pech gehabt. Da habe ich mir gedacht, dann überspringst du mein Leben, schenkst den Gegner keine Punkte, ruinierst nur deine KD, von daher kann es ja nicht schaden. Der bemerkt uns zum Glück nicht, da haben wir dann mal wieder einen easy Kill von hinten. Und der belebt ja wieder und jetzt kriegt er einen Hammer ins Gesicht. So sieht es nämlich aus. Da hinten ist noch ein Jäger, der kriegt auch einen Hammer ins Gesicht. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Ja klar. Okay, Fellwinter. Ich meine Verschwörungstheorie D. Top.
Aber der war schön, also ganz ehrlich. Also den Sonnensänger mit dem Hammer zu klatschen, das hat schon echt, das hat mich entschädigt für diesen Quatsch hier. Er springt halt über meinen Hammer drüber und ich krieg ihn halt nicht und ich verbrenne irgendwie die ganze Zeit und dann bin ich tot. Das ist doch Unsinn, Leute! Schreibt es in die Kommentare, wie unsinnig das ist. Aber wenn ihr es nicht schreibt, dann mag ich euch nicht mehr. Nee, Schmarrn. Ah, Eisenbanane, 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 überall Bananen, 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 alles Banana. So, was machen wir jetzt hier? Ein Scout-Gewehr mal einfach irgendwo hinschießen. Da ist doch einer, top, den Hammer. Da kommen noch zwei, die haben wir doch bestimmt auch. Da kommt noch ein dritter und da rutschen wir mal gerade weg. Und da links schießt auch noch ein Förder auf uns. Okay, ja, vier Gegner von allen Seiten ist natürlich top. Kann man nicht ganz so viel machen. Der geht weg mit keiner Energie mehr, das nervt mich auch ein bisschen. Jetzt hole ich mir mal die Schwere. Du hast schon wieder nachgeladen. Get Wrecked Movement hinter dem Ding und Raketen und drauf und kill ich mich selber. Aber ich habe zwei Leute noch mitgenommen und habe mir die Schwere geklaut. Also das war wirklich ausgewichen. Hallo Abgrund, ich komme gleich wieder. Das war ausgewichen Nummer 9, ganz ehrlich. So ein Get Wrecked Movement habe ich auch noch nicht gesehen. Hinter dem Dings fast da in Deckung gegangen. So, da versteckt sich einer. Wo ist der? Irgendwas blinkt auf dem Radar. Ich verstehe es gerade nicht so ganz genau, wo der ist. Wenn ihr es versteht, dann sagt es mir. Da sind jetzt 30.000 Gegner. Ich muss erstmal in Deckung gehen. Erstmal in Deckung gehen. Oh nein, ich bin tot. Top-Granate, 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 Top-Granate. Also, was ich euch dazu sagen wollte, Kokonberg ist eigentlich mega, ihr dürft halt nur nicht so ein Pech haben. Ich habe bis jetzt noch nicht einen Schuss nachgeladen in kein Magazin in diesem Spiel. Und ich finde, mein Titan sieht eigentlich ganz cool aus mit diesem Hammerhai. Nicht Hammerhai, wieso sage ich mal Hammerhai? Mit diesem Hai-Helm sieht das eigentlich ganz cool aus. Ich finde den Shader nicht so passend dazu, wenn du einen schwarzen Shader hast, sieht das echt cooler aus. Aber der Goldspirale, Millionen, Millionen Shader vom Eisenmann ist halt leider golden. Das wollte ich euch nur mal kurz erzählen, das war jetzt Freizeitrevue mit Lightning Soul. Und dann wird noch von Terminus von Quillem verreckt und jetzt springen wir noch mal ein paar Leben drüber. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall, wenn wir da mal ein paar Mal in Abgrund springen. Das habe ich gehört, soll ein mega Glitch sein. Seid ihr doppelt so stark und macht mehr Schaden danach. Nicht wirklich, aber nicht weiter sein. So, jetzt aber, jetzt geht's rund hier. Jetzt räumen wir auf mit Raid-Waffen. Ich habe hier alles voll gelevelt mit Max-Rüstung, mit Max-Equip, mit Max-Skill. Get Wrecked Movement ohne Ende. Komm jetzt her hier. Bleib stehen. Ja, da laufen sie schon weg. Die haben es schon mitbekommen. Die haben schon mitbekommen. Da, der Titan versucht wegzukommen. Der Titan versucht wegzukommen. Der Titan versucht wegzukommen. Er macht sogar noch eine Bubble. Und da kommt noch ein Jäger. Ach, ja. Das schauen wir uns doch gerne nochmal an. Der Titan wollte dann nämlich seine Bubble auf B machen. Und dann sind wir auch raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Eisenbanane ist wieder live. Bis dahin, euer Lightning Soul. Ciao, ciao, servus. Tschüssikowski.